Hallo meine Lieben, schaut mal, wie viel Mühe ich mir gemacht habe beim Malen. Aber wirklich überall gibt es so Seiten, die mit Bilder. Oh, da sind wir gerade beim Verlag. Meine Lieben, ich verlege ja selber. Ich schreibe, ich male, also illustriere diese Bücher. Und ich tue sie grafisch, also nachher den Sätzen. Also nicht nur Schrift, sondern auch Bild und wie das alles zusammenstellen. Und habe ein Lektorat, wo mir den Text natürlich auch korrigiert. Das ist mir wichtig als Legastheniker, nicht, dass sie einen Fehler reinbringen, wo die Kinder übernehmen. Und verlege selbst. Ich suche mir den Druck aus und auch das Format, der Titel, alles. Ich habe also die absolute Freiheit. Dieses Büchlein kommt unzensiert zu euch. Ihr wisst schon, das mit dem Verlag hätte ein bisschen mehr Kraft und das Marketing wird dann übernommen. Aber meine Bücher haben ebenfalls eine ISBN-Nummer. Die kann man in jedem Buchhandel bestellen. Die melden sich dann bei mir. Da ist noch eine ganz witzige Geschichte. Früher bin ich ja zu den Buchhändlern hingefahren und habe ihnen das präsentiert. Das heißt nein. Und wie es dann, und ich habe mega Freude, ich werde hier also, wo ich die Bücher schreibe, wer die sehr unterstützt und dann kommt es auch in die Zeitungen. Und wenn dann der Bericht da ist, ganz witzig, dann melden die sich alle bei mir, oh, wir wollen das Buch haben, weil bei uns haben sich so viele Leser gemeldet. Sehr witzig eigentlich. Zuerst will man es anbieten, nein, brauchen wir nicht. Und dann, wenn aber die Leser kommen und sagen, ich möchte es haben, das ist wertvoll, oder die Zeitung ist wirklich wertvoll, schon preist, glauben es die Leser auch. Und dann kommen die Buchhändler zu mir. Also es ist per ISBN, kann man es bestellen über den Buchhandel. Aber direkt bei mir ist natürlich besser, weil alle Gelder fließen wieder rein in die Bücher. Das ist also nicht mein Broterwerb, sondern das ist das Talent, das ich gekriegt habe. Meine Fantasie und dieses Können von Grafik und von Illustration, von Malerei, die ich da noch mit einbringen darf für die Kinder. Und das mache ich auch hoffentlich bis in alle Ewigkeit, sozusagen, solange mein Leben dauert. Und zum Verlag sage ich auch noch etwas, aber im nächsten Video, okay?